Ja, hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Ja, heute streame ich hier Zero Siebert für euch. Ein Spiel, das mir aufgezwungen wurde über die Community-Herausforderung, das ich mir aber auch tatsächlich gewünscht habe, dieses Spiel. Also das wollte ich schon länger spielen, hatte aber ja finanzielle Probleme, dadurch ging es nicht. Ein Zuschauer hat dieses Spiel spendiert, der auch die Herausforderung gemacht hat. Einen Moment, ich muss hier gerade was machen. Meine Flasche kippt hier die ganze Zeit um. Dieses Spiel hat sich, wie gesagt, einer aus der Community gewünscht, der die Community-Herausforderung abgeschlossen hat. Dadurch darf man mir ein Spiel aufzwingen. Und das hier ist ein postapokalyptisches Spiel. Heißt, man farmt richtig viel, man stirbt die ganze Zeit. Und das ist sehr, sehr lustig. So, ich würde mal sagen, wir fangen ein anderes Spiel an. Ich weiß nicht, wie lange das Team heute geht. Erstmal will ich den Chat vor der Nase haben. So. Was nehmen wir denn überhaupt an Equipment mit? Ich weiß gar nicht, was da so die beste Option ist. Vielleicht wäre erstmal eine Schrotflinte ganz gut. Also hier haben wir Wasser. Das ist wahrscheinlich Medikit, Verbände und Essen. Also wir müssen uns ja wirklich um alles kümmern bei dem Spiel. Ja, genau. Ich kenne das Spiel noch nicht. Ich habe nur ein Video zu dem Spiel gesehen und wollte es haben. Wie gesagt, nochmal großes Danke. Props gehen raus an Shane, der das Spiel spendiert hat. Sehr nett. Ja, fangen wir damit an, da habe ich eine Schrotflinte. Das Spiel ist übrigens nur auf Englisch verfügbar, aber soweit ich es gelesen habe, arbeiten wir an Übersetzungen. Welcome to the bunker, Zero Sievert, one of the last safe places in Zarkov. Okay, hier kriegen wir Missionen, wir können hier Handel treiben und Equipment managen. Okay, mit dem muss ich reden, wenn ich erkunden gehen will und Sachen finden will. Der hat die Quests für mich. Ah, und da ist meine Base. Da kann ich mir einrichten, was ich haben will. Okay. Ich lese mir erstmal durch, wie das Spiel geht. Ich habe mir gerade eben auch schon die Steuerung angeguckt. Okay. Dieser pixelige Dude hier in der Mitte. Warte mal, wir gehen in den leeren Raum, dann könnt ihr mich auch unterscheiden. Der Typ hier bin ich. Ist eine Safe Zone, hier kann ich logischerweise nicht kämpfen. Ich packe mir eben kurz den Chat auf die andere Seite, weil ich den Lebensbalken dadurch nicht sehe. So, das ist unsere Base, die können wir selbstständig einrichten, ne? Okay, so sieht unser Inventory aus, mit Gewicht auch noch. Okay. Werde ich überhaupt nicht überfordert sein. Wahrscheinlich bessere Taschen, mehr, was ich tragen kann. Okay, das ist eine BB91KR. Da steht auch der Damage bei von allem. Also, wir müssen noch sehr viel bei diesem Spiel auf jeden Fall lernen. Ich sterbe wahrscheinlich beim ersten Run. Weil das ist auch schon so ein bisschen roguelike. So, was können wir denn alles craften hier? Munition. Allein dafür braucht man komisches Scrap-Zeug. Unglaublich. Ich kann meine Waffen modellieren. Oh, was hätten wir denn hier alles? Kann ich mir nicht angucken. Okay, vielleicht gehen wir erstmal raus, weil wir noch gar nicht wissen, was wir davon überhaupt brauchen. Der Typ an der Bar hat doch Questen für uns, hieß es. Ich will was wissen. Nee, das ist es nicht. Task, First Steps. Okay, was ist mein Objective? Einmal im Wald überleben. To the Zero Bunker, I don't know how you got here, and frankly I don't care, it's nothing personal, bla 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 bla. Okay.
Und wir haben auch noch einen Skillbaum, sehe ich direkt, wenn ich das schon sehe. Wo sehe man das denn? Wie würde ich denn überhaupt die Waffe wechseln? Oh. Okay, was auch immer das ist, habe ich gerade nicht. Das ist Missionen offenbar. Okay, so eine Liste von meinen Leistungen. Noch keine vorhanden. Irgendwie beschreibt das mein Leben. Ah, und hier sind die Punkte. Okay, wir sollten eventuell wirklich erstmal auf eine Hand gehen. Ja, ich bin Frischfleisch. Auch für das, was da jetzt rumläuft. Ich will gehen. Welches davon ist der Wald? Das da. Ne? Ja, steht ja auch da. Okay. Sehen uns dann, wenn ich im Grab bin. Bin auch sofort wieder da. Einer Hund will raus und der andere will rein. Das ist interessant. So, bin wieder da. Ich hoffe übrigens, dass das Spiel von der Lautstärke her so passt. Ich könnte ja mal in den Stream eben kurz reinhören übers Handy. Ich glaube, ich mache das Spiel mal eben kurz ein bisschen lauter. So, hoffe, das passt jetzt so von der Lautstärke her. Ah, ich muss die mir hier in die Leisten ziehen. Und ich sehe gerade, das beeinflusst, was hier mit den Kilos ist. Hallo Shane, nochmal danke fürs Spiel spenden. Und spiel wieder das Spiel, was du mir aufgezwungen hast. Was willst du, Herr Wolf? Sind Sie friedlich? Sie sind in der Gruppe. Essen Sie mich, wenn ich zu Ihnen komme? Oh, um Gottes Willen. Warum ist die Waffe nicht geladen? Am besten direkt beide Waffen laden. Herr Wolf, ich will keinen Ärger mit Ihnen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Das finden wir schon noch heraus. Okay, das ist Radioaktivität, davon weiß ich schon, wenn dieses, also dieses Geknusper kommt, da bin ich in einer radioaktiven Zone. Und die Radioaktivität ist nicht gesund. Das ist ein toter Wolf. Blut! Ich nehm's mit. Da war ein Typ neben mir. Ist der nett? Wölfe sind Rudeltiere. Um Gottes Willen, sie haben mich gesehen. Liebe Wuffis, ganz liebe Wuffis. Ich, das schießt auf mich. Ich bin tot. Ich habe prima überlebt. Ein Moment mal, jetzt ziehe ich das hier schon mal in die Liste. Erster Run lief ja gut. Vielleicht sollten wir mal hier in die Läden gucken, sobald ich rausfinde, welche von euch Läden sind. Trade. Was hast du denn so? Milch, Wasser,
Oh, Wodka! Ich hatte so kurz die Verführung, den Wodka mitzunehmen. Die Leute sehen sehr gesund aus dort. Gibt es hier sowas wie einen Waffenladen? Kann ich eigentlich mit jedem traden? Nein, ich kann nicht mal mit jedem quatschen. Ich will hier keinen Krieg anzetteln. Hallo. Ah, bei dir kann ich medizinische Sachen kaufen. Na gut, war ja irgendwo klar, ne? Ich will Waffen kaufen. Ach, das kann ich bei dir. Muss nur kurz gucken. Was hätte ich denn gerne? Okay. Kameras. Kohle. Kaffee. Ganz wichtig. 7000 kostet so eine Kamera. Stand ja so im Preis gerade. Ich weiß nicht, ob Dunkelheit hier besonders angenehm ist. Deswegen kaufe ich mal sicherheitshalber. Und auch ein bisschen Munition. Diese Munition frisst meine andere Knarre. Nehme ich auch nochmal mit. Das ist dieselbe Schrotflinte, die ich gerade habe, ne? Um Gottes Willen, ist die teuer. Haben will? Danke sehr. Jetzt habe ich eine Lampe, ne? Ich hoffe einfach mal. Mein Chatfenster ist mir irgendwie so ein bisschen im Weg. Ich würde erstmal hier wissen, wie das mit der Karte abläuft. Er war ein Conductor on Sarkos Train Station of the Explosion. The Green Army asked me, bla bla bla. Herzlichen Glückwunsch zu den 40 Jahren. Okay, ich muss einen Extraction Point finden. Die sind auf der Karte mit grünen Kreisen markiert. Okay, dann suchen wir uns nochmal einen Feuer und diesmal sterben wir bitte nicht. Das klingt doch nach einer guten Idee. Nicht sterben. Alter, ich habe, glaube ich, gerade mal so 2, 3 Minuten überlebt. Und das Einzige, was ich getan habe, ist einen Wolf zu looten, den ich nicht mal getötet habe. Perfektion nennt sich das. Ich will nur ganz kurz gleich in die Controls gucken, ob ich für die Lampe eventuell eine Taste drücken muss. Also durch das eine Video, was ich gesehen habe, weiß ich, dass es Tag-Nacht-Wechsel gibt und Nacht schon ein bisschen dunkel ist. So, warte, einmal kurz Controls gucken. Headset on and off. Mit N. Ich habe halt genau hier so in der Gegend mein Chatfenster. Deswegen sehe ich manchmal was nicht. Wo bin ich? Da bin ich. Ich glaube, den Unterschied sieht man erst bei Nacht. So, erstmal gucken. Da ist diese Extraction Area, sehe ich jetzt. Ah, so könnte ich mir auch die Karte angucken. Es gibt 2 Areas offenbar. Okay, wenn ich die Karte jetzt richtig anstudiere, das sind die Gleise. Ich könnte mir vorstellen, eventuell ist das ein Gebäude. Vielleicht ist das auch ein Gebäude. Das ist auf jeden Fall Wasser. Keine Ahnung, was das schwarz ist. Und ich denke mal, das hier sind die Bäume. Warte mal. Sind die Waffen geladen? Ich hoffe einfach mal. Ja, unsere Mission ist ja, dass wir entkommen müssen. Also gehen wir jetzt erstmal nach links und hoffen wir, dass wir überleben.
Kann ich eigentlich Stein und sowas abbauen? Das sind Autos. Ich höre die Radioaktivität, aber ich will die Autos looten. Um Gottes Willen, okay, da ist radioaktiv. Da sind Leute, die mich wahrscheinlich umbringen, sobald ich dahin gehe. Okay, da gehen wir nicht lang. Okay, das ist eine Wand und da ist eh radioaktiv. Okay, dann würde ich sagen, wandern wir hier unten hin und hoffen wir, dass wir überleben. Die Werte hier oben sehen noch ganz in Ordnung aus, sagte ich voller Zuversicht. Ich frage mich, wie schlau die KI ist, ob die mitbekommt, wenn ich hier lang renne. Einfach die Wuffis in Ruhe lassen. Wenn ich sie in Ruhe lasse, lassen sie auch mich in Ruhe. Sie wollen mich und da ist irgendwas. Tot. Ich hab's getötet. Kann ich es auch irgendwie schnell rüberpacken? Also vorerst nehme ich auf jeden Fall alles mit, was ich kriegen kann, ne? Überleben. Überleben ist mein Ziel. Wie man sieht, schaffe ich das bisher ganz gut. Nämlich gar nicht. Wir haben hier einen Föhn. Ich nehme, wie gesagt, erstmal alles mit. Das Wasser, das gönne ich mir. Ich bin ja durstig. Ein USB-Chip, was ist das? Ein Smartphone? Noch lebe ich, ja, noch. Ich versuche mein Chatfenster irgendwie anzufassen. Ne, anzufassen. Anzupassen, dass es mich nicht stört. Ich will nochmal kurz in die Settings gucken. Gibt es irgendeine Methode, wie ich die schnell rüberpacken kann? Open Device. Bla bla bla. Interact. Reload. Throw Bullet. Nee. Nein, habe ich nicht. Ich bin gerade eben beim ersten Mal innerhalb von 2 Minuten gestorben. Das ging sehr, sehr schnell. Will ich das essen? Ich esse erstmal mein Brötchen. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht mein Maximallimit hier an Gewicht überschreibe. Ich denke mal, ich bin dann wesentlich langsamer. Okay, so wie ich mein Chatfenster jetzt gerade habe, stört es mich nicht. Hallo, Herr Rabe. Den Raben kann ich nicht looten. Oh, ein Reifen. 2 Kilo wiege ich der. Ich nehme mal den Schraubenschlüssel mit und den Nagel. Bevor ich rausgehe, lade ich sicherheitshalber nochmal nach. Dich hab nicht ich umgebracht. Aber ich beschwere mich auch nicht. Können die sich stecken? Nee. Dann nehme ich einfach mal mit. Oh, Toilettenpapier, das nehme ich auf jeden Fall mit. Nein. Ist scharfe Soße, das ist Wein. Muss gönnen. Erstmal besaufen. Das ist das einzig Wahre.
Ich warte darauf, dass in den Häusern irgendwas Lebendiges ist. Ich glaube, sowas kann ich stacken. Ach, ich kann ihm ja auch einen Quickslot packen. Stimmt ja. Warte mal, dann packe ich mir eine Wasserflasche. Ach, okay, geht nicht. Ich kann nur die Einzeldinger. Hab's mir ins Quickslot-Inventar gepackt. Kann ich mir auch die hier unten reinpacken, dass ich sehe, wie viel Munition ich noch habe? Nee. Was ist das hier eigentlich? Ein Seil nehme ich mal mit. Also unser Ziel ist ja irgendwie hier Menschheit am Leben erhalten, beziehungsweise uns selber am Leben erhalten. Um Gottes Willen. Was ist denn hier los? Die Vögel wirken überhaupt nicht hyperaktiv gerade. Schrotflinte ist rausgepackt. Die genehmigen sich gerade eine Mahlzeit. Hier sind Leute gestorben. Will ich wissen, was die umgebracht hat? Ist das nicht auch eine Schrotflinte? Ja, das ist auch eine Schrotflinte, wie meine. Wie schmeiße ich das Ding denn weg? Ich gebe das ihm einfach. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Gewicht bei mir. Ich will nicht wissen, was die Leute hier umgebracht hat. Versuchen wir jetzt mal zum Extraktionspunkt zu kommen. Dafür müssen wir einfach nur weg nach unten, ne? Vermeiden einfach jede Gefahr. Wie zum Beispiel, was auch immer das ist. Oder die Wuffis da unten. Ich will keinen Stress mit euch und ihr nicht mit mir. Oh, süßes Kaninchen. Das wird meine nächste Mahlzeit. Sprint mal ein bisschen. Wir haben es fast bis zum Extraktionspunkt geschafft. Tschüss, ich verlasse euch. Ja, wir haben überlebt. Erste Mission geschafft. Oh. Und wir haben Loot mitgebracht. Wir hatten einfach nur Glück, dass da kein Mensch war. Ja! Was war, was? Wie, ich bin keine Jungfrau mehr. Was meint ihr denn damit? Task, das da. Jetzt darf ich mir was aussuchen, ne? Was ist denn überhaupt gut? Ich würde mal sagen, hier Medizin, oder? Okay, was ist mein Objective? Fünf Banditen und fünf Wölfe muss ich als nächstes töten.
Kann hier zum Glück nicht aus Versehen losschießen. Okay, das ist ja meine Tu. Da tue ich jetzt alles rein, was ich gerade gesammelt habe. Ich wünsche, ich hätte so eine Schnelltaste, um das rüber zu packen. Ganz wichtig, das Toilettenpapier. Wir sollten uns ja Wodka gönnen. Nichts geht über eine Flasche Wodka. Ich denke mal, ist egal, wie ich es einsortiere. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall in eine größere Tasche investieren. Weil die Tasche war ja schon recht schnell voll. Sind das hier zwei unterschiedliche Munitionen für das Teil? Die 1270er. Das hier sind auch 1270er. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich jetzt bedingt die brauche oder ob auch die hier gehen. Ein Medikit. Warte mal, ich unterteile das sogar. Hier tue ich mal den Schrott rein und bei Kiste Nummer 2 tue ich mal Nutzzeug rein. Irgendwo werde ich das Fleisch schon braten können. Das ist Loot. Das Smartphone. Das kann man für 1400 verkaufen. Das verkaufe ich. Ich habe das Buch mal genutzt. Die Punkte dafür waren, glaube ich. Nee, nicht da. Hier. Okay, dann kann ich mir Medizin craften. Ah, guck mal. Und hier, ich brauche nicht mal das Zeug bei mir haben, denn das Zeug, was ich jetzt hier grün habe, das habe ich schon fertig und hier steht auch, wie viel ich brauche. Das ist jetzt hier einfach nur für eine weitere Storage-Kiste. Da brauche ich noch einen Hammer, Metallrohre, ich hätte. Ach nee, ist kein Reifen. Ich dachte, ich hätte einen Reifen dafür mitnehmen müssen. Ich hätte gern ein Bett als allererstes. Oder eine Küche, um Gottes Willen, brauche ich doch viel. Ich kann mir nichts davon bisher machen, ne? Ein Gym bräuchten wir. Na, guck mal, den Wodka braucht man, um was herzustellen. Für Scavenger. Kann mir denn irgendwas bisher machen? Denke nicht. Ah, dafür brauche ich diese Kohle. Warte mal, die konnte man, glaube ich, bei dem Typen kaufen. Trade. Ich verkaufe dir das. Und da ist die Kohle. Die will ich haben. Ich gucke gerade, ob ich noch was haben möchte. Wir wollten noch einen größeren Rucksack. Erstmal muss ich gucken, welcher von denen ich eigentlich gerade trage. Weg 10 Schoolbag. Das Allerwichtigste bei solchen Games. Immer irgendwie, dass man viel tragen kann. Das hier ist der, den ich trage. Der macht mein Movement Speed höher und meine ergonomischen Fähigkeiten. Der hat 1 Kilo mehr, den ich tragen könnte. Ich würde aber trotzdem den hier nehmen. Und dafür jetzt mein ganzes Geld raushauen. So. Bei Movement Speed klingt ganz nett. Wo kann ich die Dinger denn verscrappen? Da war ja auch irgendwas mit Scrap-Weapon und so weiter. Also irgendwie wird man die wohl auseinandernehmen können. Gibt es sowas wie eine Scrap-Station, die man hier sicher bauen muss? Shooting Range, da kann ich wahrscheinlich Schießen üben. Recycling. Recycling wird es sein. Okay.
Okay, dafür brauche ich Küche überhaupt. Und die haben wir nicht. Wir werden ein paar Mal rennen müssen. Ich packe einfach mal alles Wichtige da rein. Ich packe auch mal den Rucksack hier in die Kiste. Und damit ich ein bisschen Ersatzmunition habe, auch ein bisschen von der Munition. Okay. Ready to go, würde ich sagen, ne? Also 5 Banditen und 5 Wölfe müssen wir erledigen. Ich sollte vielleicht mich erstmal hier vollsaufen. Ein restliches Geld für Essen ausgeben. Also das kann ich verscrappen. Ich kann das Boot auch scrappen. Scrap Food. Vielleicht hätte ich meine Waffe gerade eben scrappen müssen. Wo kann ich mich denn überhaupt hinlegen? Also das Grab Food, das schmeiße ich mal eben schnell hier in die Kiste. Ich kann es ja eh noch nicht kochen, ne? Also verscrap ich das einfach mal. Ich kann alles verschrotten, wie es scheint. Kann ich die Dinger auch drehen irgendwie? Muss ja erstmal lernen, wie das Spiel geht, ne? Vielleicht kann ich mir eines der Betten der anderen hier mopsen, wenn ich schlafen will. Okay, der sagt nein. Der hat direkt gesagt, halt an. Kann ich mich auf die Couch hier setzen? Darf ich das? Scheinbar nicht. Der sucht irgendwas. Ich will doch nur hier ins Bett. Wir sollten dringend uns um mein Bett kümmern. Kann ich mir irgendwie markieren, was ich dafür brauche? Hier steht ja Track Items. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt hier mir irgendwie gemacht habe, dass ich die jetzt auf der Karte markiert habe, dass er die suchen will. Hey, wir sind beim ersten Mal gestorben, aber beim zweiten haben wir überlebt. Ich sehe da jetzt schon Erfolg. So, wieder zurück zum Wald. Läuft doch prima bisher. Ich glaube, ich rede zu viel. Ich versuche eher das Spiel zu analysieren. Wenn ihr das Spiel ein bisschen besser versteht, so aus dem, was ihr seht, dann könnt ihr mich natürlich aufklären. Wenn ich irgendwas übersehe. Können ja gemeinsam lernen. Ich glaube übrigens, dass die Map immer random ist. Ah, jetzt sieht man hier die Lampe mal. Okay. Extraction Point ist oben links von uns. Wir suchen Wölfe und wir suchen Banditen. Du bist ein Hase, du darfst leben. Du bist ein Bandit.
Ich glaube, ich habe ihn getötet. Auf welcher Taste habe ich... Da. Erwischt! Und tot! Okay, ich glaube, die Waffe frisst nur diese blaue Munition. Jedenfalls hat die gerade nicht nachgeladen. Oder ich war zu doof. Okay, ich scheine mein Inventar nicht zu verlieren, wenn ich sterbe. Zumindest das nicht, mit dem ich da hinkomme. Als ich gerade eben ja das Wolfspelz nicht eingesammelt habe, das war weg. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die überhaupt gestorben sind. Und man merkt übrigens, die KI ist schlau. Wenn ich schieße, kommen die alle angerannt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die alle angerannt kommen. Da waren direkt so 5 Leute, glaube ich. Also auf jeden Fall auf der anderen Seite waren welche und oben habe ich 3 gesehen. Plus den einen, den ich hoffentlich erschossen hatte. Das ging schnell. Ich glaube, die sehen im Dunkeln genauso viel wie ich, die Gegner. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Da unten. Ich höre welche schießen. Ich glaube, da ist jemand gestorben. Ist das ein Ei? Kann ich die nehmen und verscrappen? Nee. Hilfe. Und tot. Wir haben lang gelebt. Gerade eben war noch. War unser erster Ausflug. Ich merke schon, was die meint mit, du hast deine Unschuld jetzt verloren. Läuft doch prima bisher. Waren das überhaupt Banditen? Ich glaube, das waren Soldaten, die eigentlich auf meiner Seite waren und ich habe ihn unzurecht angegriffen. Der hat ja eigentlich sogar nichts gemacht, als ich neben ihm stand. Aber ich weiß ja auch nicht, wer von denen jetzt auf meiner Seite ist und wer nicht. Bin bewaffnet. Bleib weg von mir. Um Gottes Willen, einmal über die ganze Map. Egal welchen Extraction Point ich will. Ich nehme den hier in der Nähe. Ja, ist ja gut. Ich gehe da nicht hin. Der ist radioaktiv. Ich höre Schüsse. Ich höre Wölfe. Wir müssen ja auch Wölfe töten.
Kommt her! Okay, Wölfe sind tot. Loot wird mitgenommen. Kann ich das eigentlich stacken? Ja, nein, nein. So, da ist noch ein toter Wolf. Wir bringen auf jeden Fall Wolfspelz mit nach Hause. Oh, hier ist ein Bandit gestorben. Ich nehme mal deine Knarre mit. Wir wollen natürlich auch mal nachladen. Okay, bisher sind wir nicht gestorben. Das ist schon mal ein Erfolg. Ich habe das Gefühl, Schrotflinten sind in dem Spiel nicht so toll. Fitness Level 1. Da ist ein Warzenschwein. Herr Warzenschwein, können wir bitte das friedlich klären? Ich will nur vorbei. Scheinbar nicht. Lassen Sie mich, Herr Warzenschwein. Zwingen Sie mich nicht zu schießen. Ich habe Sie gewarnt. Wie viel Haue der hat. Oh, die frisst tatsächlich nur diese eine Munition. Ich muss ein bisschen was wegwerfen. Ich muss eh was trinken, ne? Okay, wir sind im grünen Bereich. Einmal an der Wand entlang laufen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann sterben wir hoffentlich nicht. Okay, wir leben noch. Wir haben ja jetzt gelernt. Es bringt nichts bedingt, die Waffe mitzunehmen, wenn du die Munition nicht hast. Die sind 150 wert, diese Hauer. Erstmal packen wir alles, was wir gerade gefunden haben, weg. Wir haben viel Pelz mit nach Hause gebracht. Schade, dass ich das nicht stacken kann. Wir werden es für irgendwas brauchen. Habe ich eigentlich auch so ein Schnellcraft-Menü? Müsste ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall packen wir die Schrotflinte mal beiseite, weil ich habe keine wirkliche Muni für die dabei. Pack das auch mal beiseite. Packe ich mir ein Brot hier unten in die Leiste. Darf ich nicht, okay. Was darf ich mir denn da unten in die Leiste packen? Erzähl's mir, Spiel.
Ah, zwei verrottetes Brot ergibt ein normales Brot. Okay. Also kann ich das ruhig auch mitnehmen. Für was brauche ich denn dieses Wolfspelz? Ist das für irgendwas gut? Oder kann ich das verkaufen? Ich glaube, das kann ich verkaufen. Dass man hier alles mitbringen muss. Ich guck gerade irgendwo hier. Vielleicht. Vielleicht sagt er ja irgendwo, der will Wolfspelz. Aber scheinbar nicht. Okay, dann nehme ich den Wolfspelz wieder und verkaufe den. Die Tentakel waren jetzt auch nirgendwo dabei, also verkaufe ich die mal auch. Sind, glaube ich, dafür da. Dasselbe geht wahrscheinlich auch für die Hauer da. Die sind zum Verkaufen da. Es kreppen kann ich die jetzt auch nicht. Ja. Trade. Hier, nimm mal mein ganzes Wolfspelz. Ich brauche Geld. Die Tentakel und der Pelz sind nicht so viel wert. Munition hat er ja auch nicht viel zu bieten. Warte mal, welche Munition frisst die? 5,45 und die 3,9. Das bist du, ne? Ich sehe zumindest keine andere, die das futtert. Ja, hier kaufen wir. Und eventuell eine neue Shotgun, obwohl. Bisher ist die Shotgun nicht so geil. Kann sie mir eh nicht leisten, okay. So eine Rüstung wäre ganz toll. Lebt man wahrscheinlich wesentlich länger. Ich kaufe mal die Lebensmittelabteilung näher. Kann ich nicht. So. Ich habe Sandwiches gemacht. Ich habe ja keine Schrotflinte gerade bei mir. Sie können das eigentlich hier rein. Kann ich bei dem auch sagen, ich will schlafen? Scheinbar nicht. Ich will mich doch nur aufs Ohr legen. Ich bin müde. Ich habe einen Krieg hinter mir. Ist das nicht die Munition dafür? Nee. Die Waffe ist ja gleich leer, ne? Naja, zumindest schon mal die Waffe da. Dafür sagt er mir auch, ist nicht die richtige Munition, ne? Apislack muss es sein.
Als ob ich jetzt für keine Waffe Munition dabei habe, außer für die Waffe hier. Hier kann ich die scrapen. Das bringt mir auch so viel. Zurück in den Krieg. Am Wasser. Sehr schön, wenn ich nicht noch mal eine Armee in die Arme laufe. Ich will doch nur ein paar Banditen. Ich will euch nichts. Haut ab! So, das nehme ich mit. Kann ich die Steine looten? Ich genehmige mir einmal mal den Stein, der da lag. Der war jetzt auch überhaupt nicht schädlich. Okay, da ist wahrscheinlich wieder Ghoul-Action. Ich denke mal, die wandern hier immer rum. Ja, da ist auch schon der erste. Auch wenn ich von denen nichts verwerten kann, ich nehme trotzdem mal alles mit, was ich kriegen kann. Okay, zwei Guts sind down. Gehen wir in die Häuser. Oh, Papier. Ja, das wiegt ja nichts, ne? Und eine Spritze. Da schießt einer. Legen wir uns bloß nicht mit an. Ah, guck mal, weil ich mir das eine markiert habe. Alles, was ich auf jeden Fall dafür brauche, ist dann auch so grün umrandet. Ja, das kann ich nicht mitnehmen. Den kann ich mitnehmen. Die wiegen halt so viel. Es wäre schön, wenn der eine, der gerade am Kämpfen war, an irgendwas gestorben wäre. Könnte ich mir eventuell seine Waffe holen. Erstmal Verbände nutzen. Zum Heilen sollte ich eventuell auch ins Haus gehen. Ist sicherer. Weißt du, manchmal habe ich einfach so richtig Spaß an so einem Pixel-Game wie diesem hier, anstatt so High-Quality. So, das brauche ich hier alles. Das kann ich auch mitnehmen, wiegt ja nichts und den kann ich essen. Ich denke mal, hier ist nichts. Hier ist ja ein Ghoul gestorben, kann ich mitnehmen. Hier ist was gestorben. Ein Ghoul. Wir haben auch nicht unendlich Platz, ne? Aber je mehr wir mitnehmen, desto besser.
Denkt man nicht, dass hier ein Mensch gestorben ist? Und hier ist auch die Armee, mit der ich mich besser nicht anlege. Wir haben sehr viel dabei. Ich würde sagen, wir gehen zum Extraction Point. Und nehmen jetzt noch alles mit, was wir auf dem Weg finden. Oder auch nicht, weil das zu schwer ist. Wir haben auch so komische leuchtende Kristalle mitgenommen. Eventuell sind die ja was wert. So, hier ist jetzt der Extraction Point. Okay, der Mann lief doch gut. Einfach nicht mit einer Armee anlegen, wenn man nicht gute Waffen hat. Und bei Nacht rumlaufen ist eine schlechte Idee. Das haben wir jetzt schon mal gelernt. Ja, Rubel, so heißt offenbar die Währung. Das Fleisch ist nur 30 wert. Wie viel ist es denn wert, wenn ich scrappe? Wahrscheinlich noch weniger. Dann ist es nur 4 wert. Na gut, für die Recyclingstation scrappe ich das erstmal. Wie viel ist dieser Stein wert? 400. Ist ein bisschen gutes Geld. Ich behalte die aber erstmal. Diese Tentakel verkaufe ich noch. Alles andere behalte ich. Und gönne auf jeden Fall Munition. Ach, ich habe noch einen Tentakel, sehe ich gerade. Es wiegt auch viel weniger, wenn ich das Zeug scrappe. Einen Moment, den einen Tentakel kannst du noch haben. Den habe ich nicht gesehen. So, haben wir genug Futter gescrappt fürs Erste? Ich würde sagen, ja. Guck mal, so viel brauchen wir gar nicht mehr fürs Bett. Ja, da ich das nicht stacken kann. Okay, da geht nur maximal ein 20er Stack. Zum Glück lerne ich schnell. Einfach mal alles da rein. Dann haben wir wieder ein bisschen leeres Inventar. Ich tue auch mal ein paar von den Brötchen da rein. Die kann ich ja eh zurzeit nicht gebrauchen. Eins davon scrappe ich mal. So, mal ein bisschen sortiert. Brauchen wir denn noch? Noch 3 Kisten auf jeden Fall. Hier ist so viel, was ich gerne bauen würde. Kann ich nur eine Liste tracken? Nee, ich kann alle Listen tracken. Die Liste hier haben wir fast fertig. Infirmary. Warte mal, ich glaube, hier waren noch diese grünen Kristalle. Ja, hier, guck mal. Kann ich mir eine Spritze machen in den Injektor? Ah, da kann man sich kurzzeitig boosten mit.
Das brauche ich auch alles, Armor Producer, ne? Dann will ich davon eigentlich auch das Zeug sammeln. Was ein bisschen länger dauert. Bett und Küche machen wir jetzt erstmal als allererstes. Und eventuell machen wir erstmal, dass es ein bisschen heller ist. Falls nicht noch draußen ist. Nee, ist noch hier draußen. Nicht mit einer Armee anlegen, Scheining. Die recken dich weg. Wir müssen einzelne Banditen finden. Und eventuell Fleisch für Igor. Ich will keinen Stress mit euch. Ihr habt's angezettelt. Ist ja gut, habt die Nachricht verstanden. Irgendwer hat mir geantwortet mit seinem Gewehr. So, 10 Fleisch brauchen wir für Igor. Der hat eine Rüstung an, den kriege ich nicht tot. Denke ich. Ich kann seine Stats halt auch nicht sehen, ne? Er hat mich doch 10-mal umgebracht, bevor ich bei ihm ankomme. Gehe ich lieber weg. Wo ich muss nach oben in die Richtung, das ist der Extraktionspunkt. Hilfe! Da fange ich Feuer! Nicht mit ihnen anlegen! Einfach weitergehen! Ah, da sind wieder diese komischen Steine. Gegönnt. Die lassen sich zumindest verkaufen. Die Seite ist jetzt aber nicht gut zum Looten. Drei, fünf, sechs, sieben, acht. Zweimal bräuchte ich noch. Und dann müsste ich mir irgendwie einen Weg zu Igor erkämpfen. Der war hier unten irgendwo. Warum höre ich überall dieses Geknister? Das ist mit diesen roten Steinen. Scheinbar kann ich die mir nehmen. Ih! Kann ich nicht. Um Gottes Willen, zum Glück sind die blind. Zum Glück sind die blind. Ich hab die Typen nicht gesehen, ne? Ich würde sagen, wir bringen nach Hause, was ich gerade eingesammelt habe.
Die Kristalle sind ja schon ein bisschen was wert. Und zwei Fleisch werde ich ja wohl bei Igo auf dem Weg irgendwie gehuntet kriegen. Oh, kriegen es auch jetzt gehuntet. Eins, zwei. Außer die Hasen sind böse und geben mir kein Fleisch. Einer wollte mir kein Fleisch geben. Ganz am Rand ist die. Guck mal, bessere Verteidigung geht gar nicht. Irgendwann erreichen wir Level 2. Dann kaufen wir jetzt erstmal die Steine. Das Fleisch muss ich ja so oder so mitnehmen. Wollt mal gucken, ob man bei dem was kaufen kann. Hier, Trade, du kannst die Steine haben. Ich hab lieber das Geld. Aber momentan habe ich keine Verwendung für die Dinger. Und das Pelzige, das kannst du auch haben, aber das kann ich nicht scrappen. Zweitausend. Diese Steine muss ich auf jeden Fall immer mitnehmen. Fünftausend hat die gekostet, ne? Ja, 5500. Ich bräuchte dringend diese Schrotflinte wieder. Das war dumm von mir, die zu verkaufen. Ansonsten habe ich jetzt nichts wirklich mitgebracht, ne? Da können wir eigentlich wieder los. Würde nur gerne mal ihm mich wieder auffüllen, so gut es geht. Heal me. Und dann schlafen wir bis zum nächsten Morgen. Zumindest. Ja, das sollte gut sein. Ich kann die Dunkelheit ja auch ein bisschen für mich nutzen. So, ich trinken. Wir wissen, wo der Typ ist. Der will 10 Fleisch. Kriegen wir ein bisschen Medizin. Okay, ich bin wieder hier. Altbekannter Run, wir rennen zu den Häusern. Auch wenn da die Gude rumrennen. Das nix? Okay. Das ist ein komplettes Singleplayer-Spiel, also es kann hier keine anderen Spieler geben in dem Game. Ein Schlauch. Schraubenschlüssel, den ich brauche. Das Wasser kann ich auch gut gebrauchen. Die Zigarillos waren was wert und den Quäcker kann ich direkt essen. So, die Toolbox, die hat bisher immer was Gutes gebracht. Beste wäre halt wirklich so einen toten Soldaten zu finden. Und einfach seine Waffe mitzunehmen. Das, was ich hier rumrennen höre, ist das Kaninchen. Tot!
Da war irgendwo noch ein Ghoul, der sich versteckt hatte. So, Toolbox wieder mal. Ich nehme auch mal den Reifen mit. Ja, gönn dir. Nee, denen geht's gut. Ah, die Zigaretten, die machen Radioaktivität weg. Sind da Leute, die mich tot sehen wollen? Hier bei diesen Häusern? Nein. Die kämpfen gegen irgendwas. Sollen sie doch? Ich heile mich und loote hier die Häuser. Ich laufe auch extra langsam, damit ich die nicht anlocke. Messband, Wires. Das verschimmelte Brot kann ich ja zu einem richtigen machen. Das Scrap-Zeug ist wichtiger als das Rad. Ich qual mir eine. Ja, das Zeug in der Kiste noch einen Wert. Gluck, gluck. Da ist auf jeden Fall einer gestorben. Ich würde mir am liebsten das auch holen. Aber da rennt halt einer rum. Und mit seiner Waffe reckt er mich auf jeden Fall. Ich hätte eine Idee, die eventuell funktionieren würde. Ich muss nur hoffen, dass da unten niemand rumrennt. Vielleicht rennen die jetzt dahin, wo die Gunshots waren. Ich renn weg. Ein Versuch war's wert. Habe ich keine Medizin mehr. Nur noch die. Ich muss dringend Medizin gleich kaufen. Wo ist ein Extraction Point? Ach, ganz da unten. Ihr wollt mich doch verarschen. Da ist so eine Hütte. Wie die gerade eben. Mit einer Armee, die ich auch mit gut Glück besiegen könnte, aber nicht mit dem wenig Leben, den ich habe. Die untersuchen das Radioaktive da. Ich lege mich gar nicht erst mit denen an. Sehr schön gewesen, wenn einer von denen draufgegangen wäre.
Ist halt wirklich das Beste, worauf ich hoffen kann, dass die sich gegenseitig umbringen. Und dann muss ich halt einfach abstauben momentan. Wie gesagt, eine bessere Option habe ich gerade nicht. Okay, wir haben zumindest was nach Hause gebracht. Aber ich habe keine Medizin mehr. Muss dringend neue holen. Oh, danke, Ngoshi, für den Raid. Vielen Dank. Irgendwie aktiviert sich die Animation wieder mal nicht von Stream Elements. Oh, danke für den Raid. Ich hoffe, du hattest Spaß mit Persona. Ich bin hier gerade am Dauersterben. Okay, wir haben auf jeden Fall gut was jetzt mitgebracht. Wenn es so weitergeht, bauen wir aber bald noch eine weitere Kiste. Brauche ich diesen Schlauch bei irgendeinem der Rezepte? Bei dem brauche ich den. Beim Garten. Was ist mit diesen Feuerzeugen? Die brauche ich hier nicht, die kann ich verkaufen. Das Tape-Measure-Ding, glaube ich, brauchte ich auch bei keinem von dem. Nur beim Garten braucht man auch gescraptes Food. Also insgesamt werde ich 70 brauchen. Kann ich ja das Fleisch, was ich jetzt gerade dabei habe, auch nochmal scrappen. So, das kannst du haben. Die Zigarillos sind tatsächlich sehr viel wert. Du verkaufst nichts zum Heilen, ne? Du verkaufst nur Essen. Die Wasserflasche brauche ich auf jeden Fall. Das gilt für beide Versionen. Das Brot, das kostet hier nichts. Dann hoffe ich, dass ich mir hier noch was leisten kann. Bitte. Oh, allein davon eins kostet irre viel. Ich werde sowas von sterben. Das wurde, glaube ich, bei keinem gebraucht. Ich hatte hier noch zwei Bandagen. Toilettenpapier ist was wert. Ich wusste es.
So, zumindest noch mal ein bisschen was zu essen. Ich brauche direkt eine Küche. Das Rohzeug, das lagere ich mir ein. Naja, das Brot zumindest. Jetzt habe ich nur zwei Bandagen. Und die Munition kann ich nicht mal verwerten. Ja, Gusi, wie war es denn eigentlich bei dir, falls du noch da bist? Ich hoffe, bei dir ist erfolgreicher als bei mir. Okay, alles, was eine Rüstung trägt, kann ich nicht besiegen. In eine Höhle gehen wir nicht, das hat mich letztes Mal umgebracht. Wenn ich irgendwie so diese Viecher auf die hetzen könnte. Könntet ihr euch bitte gegenseitig abschlachten? Danke. Ich habe keine Chance gegen die. Und sobald ich schieße, ist die Armee da. Oh, was ist denn das für eine Anlage? Das ist doch bestimmt auch eine Armee. Ja, ich sehe doch da schon die Leute. Ah, die töten sich gegenseitig. Er zielt schon mit der Kanone auf mich. Ach, vom Prinzip her kann ich doch jetzt dahin rennen. Die töten sich ja, wie gesagt, gegenseitig. Und dann kann ich mir zumindest eine Waffe snacken. Ja, die hat nur eine Handgun. Also zumindest der eine. Der war ja noch schlimmer bewaffnet als ich. Und der hat eine gute Waffe bei sich. Ist eingetütet. Und wenn jetzt hier gerade in dem Punkt hier gerade keiner steht, gönne ich mir. Keine Ahnung, was das ist. Ach, Fisch in der Dose. Ich habe eine Waffe snacken können. Für die habe ich keine Munition. Ich will mich nicht mit mehr von denen anlegen. Wenn die sich gegenseitig umbringen, das reicht mir schon. Ich gehe ja schon. Ich will doch nur vorbei. Ist hier eigentlich viel los? Kann ich da einfach hin? Ich kann da einfach hin. Vielleicht finde ich ja noch besseren Loot. Den Hammer brauche ich so oder so. Das ist eine Medikiste. Die brauche ich auf jeden Fall.
Ah, das ist was, was ich ausrüsten kann. Ach, hier, die sind schon gestorben irgendwie. Ich will aber nicht deren Mörder treffen. Warte mal, ich pack mir mal die hier unten hin. Die ist nämlich wesentlich schwerer als die Pistole. Das wird mitgenommen. Das Smartphone war 1400 wert. Ich unloade mal. Ach, kann ich nicht. Ich lasse die Piste mal hier. Hat eine von den Medizindingern, die ich gerade eben gefunden habe, eigentlich Leben gegeben? Die machen das eine weg. Die sind nur, um Statuseffekte wegzumachen. Ich find's gut, dass die hier schon tot sind. Die haben sich gut bekriecht. Die habe ich gelootet. Ist der tot oder am Leben? Der ist tot. Der Extraktionspunkt ist direkt neben mir. Ich nehme alles mit, was der hat. Auch wenn ich dann überladen bin. Okay, wir haben auf jeden Fall was mitgenommen. Gut, dass die sich gegenseitig bekriegt haben. Ist genau das, auf das ich gepokert habe. Dass die sich gegenseitig mal umbringen. Dann konnte ich wenigstens mal eine gute Waffe abstauben. Ich unloade die jetzt gleich hier auch. Dann weiß ich nämlich, welche Munition die haben. Kann ich nicht, okay. Aber ich habe drei Waffen gesammelt. Den gönne ich mir. Mein Siegesthunfisch. Den kann man für 300 verkaufen. Das ist diese komische Slug-Munition. Steht dann auch bei, für welche Munition die ist. Also für welche Waffe. Schluckt die auch die rote? Nein, die nimmt nur die Slug-Munition. Welche Munition nimmt die hier? Ich packe extra alle Munition weg, damit ich weiß, welche die nehmen. PS. Das ist HP. Das ist PS. Und die hier? Welche Munition nimmt die? Also ich bin hier jetzt froh, dass ich mehr Waffen habe. Die nimmt auch die PS.
Ich will mal die beiden hier vergleichen. Die schlechter, die verkaufe ich. Okay. Die macht deutlich mehr Schaden, die behalte ich. Für die habe ich auch ein bisschen Munition tatsächlich. Oder? Nee. 700 irgendwas. Na gut, die schlucken unterschiedliche Munition, ne? Für die habe ich die Munition nicht, aber für die habe ich sie. Ist gerade mal ein Magazin, glaube ich. Aber wir haben auf jeden Fall was mitgebracht. So, die Zigarillos, die kannst du alle haben. Kaffee auch. Das brauche ich eventuell noch. Den Zippo kannst du haben. Und das Smartphone, das war was wert. Kannst du mal die PS mir verkaufen zur Abwechslung? War das die Munition, die die andere hatte? 762, die 39er. Einfach mal ausprobieren, indem ich sie dabei habe. Ob ich sie dann nachladen kann. Aber dann kann ich ja ein bisschen Munition für die ansparen. Nicht die. Warte mal. Da ins Inventar packen, dann kann ich auch besser gucken. Sieben, sechs, zwei, 39. Die hat die HP, nicht die SP. Also die PS. So doof. Die wäre 3.900 wert. Könnte ich mir wenigstens mal eine leisten, die ich auch nutzen kann. Ich wäre dann auch eher für den Sniper, ne? Wenn ich sie mir leisten kann. Erstmal sollte ich das Zeug, was ich hier gebrauchen kann, mal reinpacken. So, die zwei Hämmer. Das wurde für Medizindinger gebraucht. Das eine Boot kann ich da craften. Armutigen, das bräuchte ich auch so dringend. Das mache ich mir, glaube ich, auch mal auf die Liste. Müsste ich nur einen so ein Tape finden, dann könnte ich mir wenigstens mal endlich Munition herstellen zur Abwechslung. Dann könnte ich mich auch anständig wehren. Die Waffen, davon muss ich auf jeden Fall eine behalten. Ich würde ja nämlich gern die und die behalten. Die kann ich tatsächlich auf jeden Fall verkaufen. Ich kann die Waffen halt momentan nicht nutzen, ne? Und ich glaube, die hier bringt mir nicht so viel. Also wird die auf jeden Fall verkauft. Das kleine bisschen Slug bringt mir nicht viel. Ich habe auf jeden Fall irre viel mit Material schon mal angesammelt, ne?
So, ich habe mal ein bisschen Munition verscrappt. Jetzt kann man offenbar selber jetzt sticken. Bisschen auf 300 halt kommen. Ich habe jetzt ein bisschen Geld. Jetzt kann ich mich mal wenigstens hochheilen. Refüllen von Hunger und so weiter warte ich noch ein bisschen. Erstmal will ich schlafen. Vor allem, wo eh langsam Nacht anbricht. Ah, das heilt auch Leben, sehe ich gerade. So, die kannst du haben. Das ist der Backpack, auf den ich sparen sollte. Das brauche ich auf jeden Fall einmal. Auffüllen wollte ich bei dir. Weil ich habe nicht so viel an Getränken. Und du warst verdammt teuer, ne? 2000 allein für so ein kleines Ding. Wucherpreise hier. Ich brauche Bandagen. Pack die mir mal weiter hier vorne hin. So. Können wir auch schon wieder los. Ich weiß ja jetzt, wo ich Waffen snacken kann. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Hört auf mit den Dingern auf mich zu zielen. Ich weiß, dass ich keine Chance gegen euch habe, Jungs. Halt am besten die Knarre gar nicht ist in der Hand. Dann habe ich nicht die Versuchung, aus Versehen auf die zu schießen. Irgendwas wird gut sein. Alkohol! Sofort eingepackt. Ich lasse den Hammer jetzt mal liegen. Oder? Nee, komm, einen nehme ich mit. Da setze ich mir den nächsten Marker. Vergiss es. Ich weiß, wie das ausgehen würde. Das lassen wir schön bleiben. Die schreien Cover. Irgendwer hat die aufgeregt. Ich hab dir nichts getan. Das bist du selber schuld. So, danke für deine Knarre. Okay, ich weiß, dass ich die besiegen kann jetzt.
Das ist immer gutes Wissen. Ist das eine Schrotflinte oder ist das eine Rifle? Das ist eine MKM. Geh weg von mir. Tot. Zählt das als Bandit? Das zählt als Bandit. Die kann ich ja besiegen. Vor allem mit der MKM. Erst gucken, ob einer in der Nähe ist. Das Smartphone wird mitgenommen, wegen Geld. Und der hat eine Rifle. Ich gehe mal kurz in Sicherheit. Und nimm mal die Rifle in die Hand. Boah, lädt die langsam nach. So, der ist tot. Da war noch einer. So, der ist auch tot. Ich hab's geschafft. Und er hat eine wesentlich coolere Sniper. So, die Munition nehme ich mit. Zwei Kilo kann ich noch tragen. Ich denke mal, alle, die draußen rumrennen, habe ich umgebracht. Kann ich mitnehmen. Und kann ich mitnehmen. Hey, je nachdem, was man für eine Waffe hat, ist das Ergebnis, was dabei rauskommt, auf jeden Fall komplett anders. Ich denke mal, hier sind alle tot. Das Medizeug, da sollte ich als erstes mitnehmen. Der Rabe gönnt sich schon die Toten. Schade, war kein wirklicher hier drunter. Da gehe ich nicht rein. Das habe ich schon gelootet. Auch wenn ich langsamer dadurch bin, nehme ich die Mose mit. Und die hier, einmal weil ich sie dann verkaufen kann. Ach, okay, bin über ein Gewicht damit. So extrem weit muss ich ja nicht rennen. Außerdem bin ich ja jetzt gut gewappnet. Fünf Kilo, 3,6. Bin ich zumindest ein bisschen leichter. Okay, hier ist nichts mehr. Ab nach Hause.
Ich habe schon mehr, als ich wollte. Jetzt halte ich die Sniper in der Hand und scoute auf jeden Fall. Muss mich von jedem Gegner fernhalten. Wenn ich langsam unterwegs bin, das ist es wert. Ich nehme drei gute Waffen mit. Wenn es näher kommt, schieße ich. Ich hab's fast geschafft. Da unten ist schon der Exit Point. Ich habe dann auf jeden Fall noch was erreicht. Jawohl, ich habe zwei Sniper nach Hause gebracht. Jetzt kann ich kämpfen. Und ich habe die Mission außerdem abgeschlossen, endlich. Ey, das hat jetzt fast 3 Stunden gedauert, ne? Dann kriege ich so einen Müll als entgegen. Retrieve der valuable item. Kriege ich die komischen Dinger da. Ist die nächste Task. Aber Junge, ich habe eine Sniper. Ich habe zwei sogar. Ich muss jetzt einmal kurz gucken, welche Munition die schlucken. Ich glaube, die NKM, die hatte ich sogar schon. Muss ich mal nebeneinander halten. Vielleicht haben die ja unterschiedliche Werte. Ja, die hier ist besser. Von der Durability. Ach, die können auch kaputt gehen, ne? Verkaufe ich die hier. Ich pack die mal da rein. Ich glaube, die schlucken ein und dieselbe Munition. Erstmal packe ich Zeug weg. Okay, die kann man noch 4-mal stacken. Die MKM wollte ich verkaufen. Da kannst du haben. Das auch. Packe ich mal einmal kurz die Munition, die ich da habe, hier ins Inventar. Kann ich sicher gehen, welche Munition ich jetzt in den Waffen drin habe. Okay, die RMM SNB 7 Dinger. Die lädt auch wesentlich schneller nach als die Mosin.
Ah, die fressen wirklich genau dieselbe Munition. Ich pack die beiseite, weil die fast leer ist. Für die weiß ich ja jetzt, welche Munition ich brauche. Vielleicht kann ich die ja sogar kaufen. Nee, kann ich nicht. Muss ich wenn selber herstellen. Hätte man eigentlich mitrechnen können. So, das Wasser wird auf jeden Fall gekauft. Die Milch kaufe ich auch mal. Und dann lege ich mich hier aufs Ohr. Jetzt habe ich das dumme Tape nicht, ne? Das Tape brauche ich halt für alles. Die Forge, wenn ich einen so einen Schraubendreher finde, also so einen automatischen, dann könnte ich den basteln. Hätte ich zumindest eine Sache heute mal hergestellt. Die verkaufe ich. Die nehme ich mit, zusammen mit der Munition. Die dicke Schrotflinte bringt mir halt nichts, weil die diese Slug-Munition braucht, die ich nicht habe. Und auch nicht herstellen kann momentan. So, du willst da die PS, ne? Den Rest kann ich eigentlich scrappen. Habe ich wieder ein bisschen Scrap-Material. Okay, maximal 100 auf einen Stack. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall eine gute Bewaffnung, auf jeden Fall. Das kann auch noch hier rein. Das normale Boot kann rein. Stimmt ja, das deckt sich nicht. Ich kann ruhig zwei Pakete von den Sandwiches beiseite legen. Jetzt habe ich eine Sniper, jetzt kann ich mich gut gegen die wehren. Oh, und die ist dort für eine Mission. Die nehme ich auch mal an. So, zum Forest. Warte mal. Wo mache ich denn überhaupt die eine Quest hier? Der will ja irgendwie ein valuable Item. The Green Army gives you a quest to the Bunker Area. Ach, ich kann hier in irgendeine Area. Und da soll ich ein Item holen.
Valuable Item soll ich holen. Retrieve the Documents. Einfach mal akzeptieren. Wo ist denn das Item, was ich retrieven soll? Ich glaube, der verkauft die Munition, die ich eigentlich gerade gebrauchen kann. Der hätte dieses Lack-Munition gehabt. Das ist die Munition, die ich eigentlich kaufen will. Darf ich aber nicht, warum auch immer. Hallo? Ich habe gehört, dass wir uns hier in der Ecke treffen. Schlafen auf jeden Fall bis zum Morgen. Okay. Soll doch hier so ein komisches Item holen oder nicht? Okay, bei dem Dorf, dann muss ich das holen, nicht hier. Ich würde sagen, einen Run machen wir heute noch. Wenn es ein bisschen heller ist. Dunkelheit ist der Tod. Da kann ich dann nur sterben. Das war ein Ghoul. Erstmal hier oben schauen. Ach, das wird direkt mitgenommen. Medikit. Ja, gönn die Rabe. Ich muss die Leichen trotzdem untersuchen. Ja, kannst das Fleisch behalten. Ah, da haben wir es ja. Das kann ich nicht gebrauchen, aber die Schokolade esse ich. Okay, ich muss nicht mal von den Lebenden was holen. Davon habe ich mehr als genug momentan. Davon kann ich was gebrauchen und das nehme ich auch mal mit. Das kann ich gebrauchen. Das war bei irgendeinem Rezept. Ich denke mal, das kann ich immer gebrauchen. Ich glaube, das brauche ich eigentlich auch immer. Gehe ich nochmal zurück und hole das Zeug. Das kann ich eigentlich immer gebrauchen. Böse Ghule.
Ja. Die Pasta kann ich essen. Und das sind Bandagen, die kann ich gut gebrauchen. Muss halt im Süden der Stadt noch was finden. Muss den Rucksack noch mal wiederfinden. Da ist er, glaube ich. So, den brauche ich, glaube ich. Kann man mitnehmen. Die da oben haben zu gute Deckung. Das kann ich nach wie vor gebrauchen. Das wiegt ja nichts. Ganz kleines bisschen sind wir drüber. Aber scheinbar nicht so sehr, dass es uns behindert. Ja, mit dem Wasser hat sich sogar geregelt gerade. Okay, wir haben ja eigentlich alles, was wir haben wollen. Marke weg. Dahin. Hier ist jemand tot. Nehme ich. Die Munition nehme ich auch gerne mit. Der hat Geld bei sich. Jetzt muss ich ein bisschen Gewicht loswerden. Ah, ich trinke einfach die Cola. Mein Lebenselixier. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Vorsicht ist hier ganz gut. Da sind diese Feuerkristalle. Wahrscheinlich gibt es dafür auch Schutzanzüge. Ah, haben es geschafft. Haben zwei Missionen abgeschlossen. Du warst es nicht, aber die beiden da drin waren es. So, deine Mission habe ich abgeschlossen. Okay. Woher weiß ich jetzt, welches das Beste ist? Ach, da steht bei, für welches Kaliber das ist. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Für die 762. Okay, ich muss noch mal genauer gucken. 54 eher. Das ist die hier. Smoking Skills. Okay, einfach Sachen collecten. Und dann kann ich mir was Gutes aussuchen. Und da muss ich irgendeinen Konvoi finden. Kann ich mir Munition nehmen? Habe ich eine Waffe mitgehen lassen? Nee.
Ich sollte jetzt auf jeden Fall was bauen können. Abgesehen von Essen. Wenn ich jetzt hier auf 300 Scrap bekomme, dann kann ich mir das Armor-Ding kaufen. Ansonsten kann ich momentan halt nur eine weitere Box kaufen. Was eigentlich keine so dumme Idee wäre. Gönnen wir uns erstmal eine Box. Die man, wer weiß, wie aufstellt. Die Box brauchen wir jetzt gerade halt mehr. Ah, jetzt hier. Use und... Jetzt haben wir ein... Oh, wir haben drei Plätze mehr. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, das kommt hier rein. Das wird für irgendwas benötigt. Für die Smoking Skills. Okay, Schraubendreher brauche ich jetzt erstmal nicht mehr mitnehmen. Das wird für irgendwas nützlich sein. So dumm, dass ich manche Items nicht stacken kann. Der Versuch umzustrukturieren. Dass ich das noch irgendwie reingequetscht bekomme. Okay, das muss in den Primärslot. Dann kann ich die reparieren. Aber der kann ich das so gar nicht reparieren, weil die zu low ist. Na gut, aber dann habe ich das Ding ja wenigstens schon mal, ne? So, die kann ich scrappen. Ich denke mal, die MKM kann ich verkaufen. Schade, dass das nicht die richtige Munition ist. So, hier wollte noch einer. Secret Documents, dafür bekomme ich die Standard Headlamp. Kann ich verkaufen. Oh, da kriege ich einen Aufsatz. Da muss ich eine Sägemühle finden. Okay. Kriege ich ein Storage Kit. Und da soll ich Igor töten.
Wir haben 14.000. Hat sich das Geld gut wieder gesammelt. Wenn ich jetzt wüsste, wie weit das erleuchtet. Manche von den Sachen kann ich einfach nicht kaufen, ne? Das liegt nicht daran, dass ich das Geld nicht habe. Ich kaufe mir mal die ganze Munition. Ich weiß ja, die und diese die Munition brauche ich, die restlichen verscrappe ich, damit ich ein bisschen Munitionsscrap mal hier zusammenkriege. Ich muss ja auf 300 kommen. Damit ich demnächst endlich mal selber Munition machen kann. Um 50 noch, dann hätte ich's. Den kann ich ja eigentlich behalten, ne? Da kann ich um mich auch rum und da kann ich in eine Richtung. Ich kann ja mal auf einer Wand testen, wie gut die ist. Okay. Ich weiß nicht, wann das speichert. Ich mache einfach mal sicherheitshalber schlafen. Eventuell speichert er dabei. Sag dann mal zurück zum Main-Menü. 3 Stunden haben wir jetzt ungefähr gespielt. Ich finde, das war ein interessanter, spaßiger Stream. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen. Ein Follow auf Twitch. Bei YouTube werde ich das wesentlich härter schneiden, als dieser Stream lang war. Also da kommt wahrscheinlich ungefähr die Hälfte an. Also die Runs, wo halt überhaupt nichts funktioniert, das werde ich auf jeden Fall rausschneiden. Und das ist mindestens halbe Stunde, Stunde lang so gewesen, dass ich einfach nichts erreicht habe. Von den YouTube-Zuschauern verabschiede ich mich. Da sage ich dann jetzt tschö. Ich mache Clip Motion an, damit ich euch noch winken kann. Ja. Von euch verabschiede ich mich, YouTube-Zuschauer.